Hallo, heute gibt es ein Video, was sich eine Person gewünscht hat. Und zwar werde ich deinen Kommentar jetzt hier einblenden. Ich hoffe, das ist okay für dich. Für dich gibt es heute dieses Video, aber natürlich auch für alle anderen, die Bock drauf haben. Und zwar gibt es heute mein Book Journal 2021. Ich hatte schon mal überlegt, so ein Video zu drehen, bin aber halt gar nicht zufrieden mit meinem Journal. Ich muss leider ganz ehrlich gestehen, ich finde es nicht so gelungen und ich habe auch keine Aesthetics und ich habe auch keinen Plan, wie irgendwas schön auszusehen hat. Bei mir sieht es einfach aus, wie es aussieht. Ja, vielleicht ist das so eine kleine Überwindung für mich, das heute so zu zeigen, aber wir werden jetzt direkt starten. Ihr seht hier mein Journal. Ich bin übrigens voll gemalt. Toll. Ist nichts Besonderes. Ich habe das mal geholt, weil das hier so extrem viele Seiten hat. Und wie ihr seht, bin ich nicht fertig geworden. Ich muss aber auch sagen, ich hatte eine Zeit lang gar keinen Bock zu journalen, deswegen ist es nicht ganz voll. Vorne haben wir meine wunderschönen Goblin-Sticker. Ich werde es noch einmal sagen, Goblin ist das schönste K-Drama der Welt, das traurigste, das beste. Also, wenn ihr wollt, schaut Goblin. Und, oh, jetzt haben wir schon gespoilert. So, starten wir. Dieses Bullet Journal gehört mir, Michelle. Ich habe auch keinen Plan, wie ich da so durchgeführt werden soll. Ja, hier ist mein kläglicher Versuch, eine cute Seite irgendwie zu machen. ja, ich kann nicht schön schreiben. Ich hatte schon immer eine hässliche Schrift. Und ihr seht auch, hier habe ich nicht weitergemacht mit dem Abhaken von den Monaten. Ja, ist nicht so gelaufen, wie es sollte. Das hier habe ich allerdings recht ordentlich geführt. Ich kann mal gucken, ob ich euch näher ranholen kann. Moment. So sieht es doch ganz gut aus. Ja, und zwar ist das hier eine Übersicht über meine gelesenen Bücher. Mein Ziel waren es 50. Ich habe sogar ein bisschen mehr gelesen als 50. Und dann habe ich mir die hier so aufgeschrieben. In jedem Buch ist ein Titel drin. Ich muss sagen, ich habe das jetzt im 2022er Book Journal auch nochmal gemacht. Und es sieht schöner aus als jetzt. Aber ja, es ist, wie es ist. Und hier habe ich noch einmal zeichnet, ob lila gehört oder blau gelesen. Und wie ihr seht, war mein Lesejahr 2021 extrem hörbuchlastig. Ja, hier haben wir eine Challenge, und zwar die 12 für 2021 Challenge. Ihr seht, ich habe sehr, sehr viele durchgestrichen. Die durchgestrichenen sind die, die ich aussortiert habe. Und die abgehakten sind die, die ich gelesen habe. Ja, also ich habe 1, 2, 3 gelesen, den Rest aussortiert und eins gar nicht gelesen. Super. Ja, das ist meine Challenge. Ich werde die dieses Jahr nicht machen. Ich habe mir eine andere Challenge gesetzt. Ich habe einfach die 10 Bücher aufgeschrieben, die ich auf jeden Fall lesen will. Das sind dann 10 für 2022, wie ihr mögt. Und ja, starten wir direkt mit dem Januar. Nichts Spektakuläres. Ich habe immer am Anfang eine Seite gemacht mit einem Kalender. Und hier die Bücher, die ich neu gekauft habe. Eine Playlist habe ich zum Hälfte des Jahres zumindest auch regelmäßig geführt, dass ich eine Playlist für den Monat gemacht habe. Und dann pro Buch eine Seite. Das hat sich auch im Laufe des Jahres geändert. Ihr seht hier, meine Playlist war von Enhypen geprägt. Das ist meine liebste K-Pop-Boyband. Seit Island sind das meine Babys. Und ja, das war ihr Debütalbum, deswegen hat das hier eine Seite bekommen. Dann White Sleep von Mark Griffin, habe ich gehört. Hätte ich, glaube ich, auch sonst nie zugegriffen, wenn ich hätte lesen müssen. Ja, ich brauche jetzt, glaube ich, nicht auf jedes einzelne Buch eingehen. Mir fällt gerade ein, das ist ja auch so ein bisschen das, was ich in diesem Jahr gelesen habe. Ne? Cool, mein Lesejahr. Ja, dann Sinking Ships von Tammy Fischer, Crescent City. Irgendwie ist mir aufgefallen, ich hatte das ja in meinen Highlight-Video schon gesagt, dass ich manche Bücher anders bewerte und im Nachhinein würde ich dem jetzt zum Beispiel auch 5 Sterne geben und nicht 4,5. Ja, super. Dann geht's weiter. Exit Racism habe ich gelesen. Sehr, sehr wichtiger Titel. Liegt noch bei meinem Papa, der liest das seit 100 Jahren gefühlt. Und dann sind hier zwei Titel, die ich abgebrochen habe, die mir nicht gefallen haben. Love is Loud fand ich furchtbar. Kissing Chloe Brown hat mir der Schreibstil nicht gefallen. Dann war ich extrem motiviert im Januar und habe alle meine geschauten Filme, Serien aufgeschrieben, die mir so im Januar im Gedächtnis geblieben sind. Highlight, I loved Bridgerton. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Haikyuu, ihr müsst Haikyuu gucken. Thanks. Vikings. Ja, Vikings haben wir auch zuerst geguckt. Und das ist mit einer meiner liebsten Ghibli-Filme. I love it.
Ja, und so geht es dann halt weiter. Jetzt sind wir hier im Februar. Der Februar ist auch nicht so berauschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin einfach nicht zufrieden. Mal schauen, wie das in 2022 so wird. Der Januar ist auf jeden Fall auch schon mal ein richtiger Fail, muss ich sagen, was diese Seite hier angeht. Naja, ein bisschen wegen Valentine's Day, so ein bisschen liebesmäßig angehört. Hier haben wir eine Playlist. Das ist immer noch größter Ohrwurm aller Zeiten. Eyes One, Twice, Enhypen. Nochmal, ich habe das durchgehend gesuchtet. Hier haben wir Cybertrips. Mochte ich auch ganz okay. Hier steht auch 4,5 Sterne. Ich fand es gut. Im Nachhinein muss ich aber sagen, hat es mich dann doch nicht so gekickt. Danach kommt direkt Beta Hearts. Hier steht auch wieder so toll und irgendwie habe ich das aber jetzt nicht mehr so krass gut in Erinnerung. Irgendwie ist das weird. Ist es bei euch auch so? Keine Ahnung. Dann haben wir hier einmal Offline, es ist nass, wenn es regnet. Das war eine süße Geschichte, hat mir ganz gut gefallen. Dann wieder eins, was abgebrochen wurde. Hier dieses Fall of Legend und Dark Thrill Glow habe ich auch abgebrochen. Ja, dann halt immer einen Grund dazu. Hier habe ich mal überlegt, eine Subreihe zu machen, habe dann die Bücher für pro Video aufgeschrieben, hatte ich dann irgendwie letztendlich dann keine Lust mehr weiterzuführen. Ja, Dark Elements. Ja, ich habe es geliebt, weil jetzt habe ich jetzt nicht in meine Highlights reingepackt, weil es halt ein Reread war. Hier habe ich so eine Seite mit Lava ausgedruckt und angeflammt. Ja, genau. Don't Love Me von Lena Kiefer hatte ich ja gelesen, hat mir ja trotz der 4 Sterne irgendwie gar nicht. Ja, es war eine gute Reihe, aber ich habe kein Bedürfnis weiterzulesen. Man muss meine. Deswegen sage ich auch eigentlich keine Sternebewertung mehr in meinen Lesemonaten, weil sie macht halt nur für mich selber Sinn und man muss es nicht verstehen. Deswegen, keine Ahnung, warum ich dann halt nicht weiterlese, obwohl ich das gut fand. I don't know. Ja, dann ein Animal Crossing Theme. Ja, bin in Animal Crossing 2020 verfallen und 2021 war dann so das Jahr, ein Jahr Animal Crossing, deswegen habe ich es. Hier wird die Rache des Subs auch mega. Wir machen schnell weiter. Hier ist das Jahreshighlight geblieben. Kim Ji-young, geboren 1982. Es ist extrem großartig. Kann ich sehr empfehlen. Hab und Gier hat mir auch sehr gut gefallen von Ingrid Noll. Irgendwie ist es schief, das Buch, ne? Naja, gut. Totenfang von Simon Beckett. Ich mag diese Reihe sehr gerne. Muss sagen, dass ich das jetzt nicht so eins der besten fand, aber trotzdem 4 Sterne war gut. Ja. The Deal von Elle Kennedy. Es geht, wie man unschwer erkennen kann, um Eishockey und auch noch ein bisschen um Musik. Ich ja, liebe diese Reihe, obwohl sie super klischeehaft ist. Und beim zweiten Mal lesen, weil es ein Reread war, war es wundervoll. Deswegen next. Dann, das verstehe ich auch nicht, warum ich es manchmal so bin. 3 Sterne, dieses Buch würde ich jetzt im Nachhinein gar keinen Stern geben, weil ich fand es halt echt furchtbar. Die Umsetzung war meh, steht ja auch hier. Warum gebe ich dem dann 3 Sterne? Ich verstehe es nicht. WandaVision wiederum ist halt eine sehr, sehr große Empfehlung von mir. Ich habe am Anfang gar keinen Bock gehabt, das zu gucken. Und dann hat mein Freund mich gezwungen. Und ja, I love WandaVision. Es war großartig. Ja, dann war ich faul und ich hab so eine Origami. Ja, so ein dickes Buch, wo nur Origami-Papier drin ist. Und da fand ich das ganz süß mit den Oranges. Und deswegen war ich faul und habe dann da einfach nur das draufgeklebt. Und das sah dann ganz süß aus. Ja. Und hier habe ich einen Manga gelesen, Black Torch. Hat mir gut gefallen. Bin aber irgendwie immer so bei Manga, da könnte ich gefühlt jeden Tag 5 Stück lesen. Und da ist mir halt irgendwie das Geld zu schade, um ehrlich zu sein. Ja, Sturmseele ist der zweite Teil von der Tiermagierin-Reihe. Hat mir ganz gut gefallen. War okay. Okay, die ersten, ja, steht ja hier drin, ne? Die ersten 40% haben sich gezogen, aber ab der Mitte war es mega. Deswegen keine, ja, volle Bewertung. Und ich fand aber, dass es schlechter geworden ist immer weiter. Die Mordtochter von Karen Dayoni hat mir auch sehr gut gefallen. Mochte ich ganz gerne. Ich werde alles von der Autorin lesen. What If We Drown steht hier auch wieder 3 Sterne. Verstehe ich halt auch wieder nicht, weil letztendlich finde ich das halt echt langweilig, dieses Buch. 3 Sterne, würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Denunziation, ein Buch, was in dem ich keine Bewertung gegeben habe, weil es halt ein ja, sogenannte Erfahrungsbericht in Anführungszeichen ist. Es geht hier um ein Manuskript, also das ganze Buch ist ein Manuskript, beziehungsweise ein Text, der von einem nordkoreanischen Schriftsteller aus Nordkorea nach Südkorea geschmuggelt worden ist. Und da sind halt vereinzelte Geschichten von Leuten eben, die in Nordkorea leben. Hier haben wir Pyongyang. Da wollte ich jetzt irgendwie nicht mit Glitzer und Steinchen und so was arbeiten, weil ich das irgendwie nicht passend fand, keine Ahnung. Dann ein Highlight und zwar Immer ist ein verdammt langes Wort. Das hier ist für mich irgendwie, ich glaube, er heißt Kick. Ich habe schon wieder vergessen, den Namen nachzugucken. Ja, mochte ich ganz gerne, war ja auch in meinen Highlights. Dann Kassadin. Ich habe dem ja auch 4 Sterne gegeben, aber wie gesagt, ich würde es, ich
lese es halt nicht weiter. Ich weiß nicht, meine Bewertung ist super weird. Es tut mir auch leid, dass das irgendwie für viele keinen Sinn macht. Also auch wenn ich ein Buch gut finde, kann ich ein Buch aber trotzdem nicht oder eine Reihe nicht weiterlesen. Und auch wenn ich ein Buch ganz gut finde, mit 4 Sternen bewerte, kann ich es irgendwie schlecht finden. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich bin halt immer super euphorisch, wenn ich ein Buch beendet habe. Die Welt hat mir extrem gut gefallen. Hier steht ja auch, ich hasse Noir, liebe die Welt und die verschiedenen Völker. Aber der Typ hat mir halt dann irgendwie so die Laune so ein bisschen verdorben. Und genau, dann haben wir die App. Also ich fand das irgendwie ganz cool, dass ich das hier gemacht habe. War ich mal super creative, weil ist ja das, sieht so aus, wie als wäre das hinter dem Nebel. Weißt? Dann die App von Arno Strobel, hat mir gut gefallen. Dann Coming Soon, das ist ein Buch darüber. Ich weiß nicht, inwieweit ich das laut aussprechen darf auf YouTube. Und der dritte Teil von dem Manga, den ich eben schon gezeigt hatte. Dann meine Babys. Ich fühle mich manchmal wie so ein 14-jähriges Teenager-Girl. Naja, gut. Erstes Comeback von Enhypen. Ich habe es sehr gefeiert. Ich habe es sehr geliebt. Fever, bester Song. Dann sind wir auch schon im Mai. Dann haben wir hier wieder dasselbe Spiel. Dann habe ich Hiding Hurricanes gelesen. War auch ganz okay. War zwar so ähnlich, hier steht ja auch, ne, ähnlicher Trope wie What If We Drown, hier besser gemacht und Selbstschutz von Lenny war besser als von der Trulla im What If We Drown, naja gut. Hier haben wir Offline, dann One Last Song, habe ich auch 3 Sterne gegeben, würde ich nie wieder, nichts Besonderes, aber okay, ja, so okay, aber naja gut. Someone to Stay hat mir ja gar nicht gefallen, warum auch immer ich dann 2,5 Sterne gegeben habe, ich verstehe meine Bewertung selbst nicht, aber na gut. Dann Im Schatten des Fuchses von Julie Kagawa hat mir auch gut gefallen. Der Anfang war ziemlich gut, die Mitte hat sich dann gezogen und das Ende war wieder klasse. Also bin gespannt, wie es weitergeht. Habe ja den zweiten Teil auch schon hier. Dann habe ich mal am Ende eine Playlist gemacht von Stacey, BTS. Muss ganz ehrlich sagen, das ist ein okayes Lied, aber kickt mich auch nicht mehr. Ist es auch so, seid ihr BTS-Fans und findet ihr auch, dass die neuen Lieder irgendwie blöd sind? Keine Ahnung. No hate, please. Klar, Enhypen, das neue Album und von Hat Ich Gratata. Ja, dann mein absolutes Favorite-Lied von Enhypen, Fever, das hat ein eigenes Spread bekommen, weil das Musikvideo so toll ist und ich die Boys sehr cute finde. Dann der Juni, ja, gefällt mir auch nicht so. Ich habe es ein bisschen von Amanda Rach Lee nachgemacht. Sieht halt hässlich aus, bei ihr sieht es schön aus. Ja, The Run. Ja, würde ich jetzt im Nachhinein auch nicht mehr geben. Dann meistens kommt es anders, wenn man denkt. Da würde ich 3 Sterne belassen. Ist ganz süß. Reicht. Dann, da hatte ich gar keine Ahnung, was ich da für ein Spread zu diesem Buch machen soll. Frankenstein, ich habe ja 100 Jahre gebraucht, dieses Buch zu beenden. Aber im Nachhinein fand ich es sehr, sehr gut. Finde ich toll, dass ich es gelesen habe. Dann eine Reihe, die extrem toll ist, aber nicht ganz so in die Highlights geschafft hat. Das wäre vielleicht so eine Honorable Mention irgendwie. Das Buch der gelöschten Wörter habe ich sehr gefeiert, hat mir sehr gut gefallen. Warrior Cats fand ich ganz süß, nichts Besonderes, werde halt nicht weiterlesen. Dann habe ich hier wieder abgebrochen, aussortiert, aussortiert, ohne es zu lesen. Das angefangen und abgebrochen. Also. Das Ding ist halt, ich drucke die halt immer aus, wenn ich die kaufe. Und dann finde ich es halt unnötig, die wegzuwerfen, wenn ich sie aussortiere. Deswegen habe ich die halt hier reingeklebt. Nein. Dann kam auch schon der Juli. War auch irgendwie nicht so viel hier, ne? Naja, gut. Dann kam auch schon der Juli. Ist ein bisschen wild, weil mir da nichts eingefallen ist. Dann ein Highlight. Heartless. Das haben wir ja schon in meinen Highlight-Videos gesehen. Irgendwo ist immer irgendwer verliebt. Hat mir auch ganz gut gefallen. Das ist eine süße Liebesgeschichte. Dann die Rabentochter. Hat mir sehr gut gefallen. War ja eins meiner Highlights. Ich habe auch schon in den Kommentaren aber gelesen, dass es manche von euch gar nicht so gut fanden. Deswegen, Dann hatte ich da kein Foto ausgedrückt und habe dann mit meiner Polaroid-Kamera ein Foto gemacht. Wenn ihr das von Nahen sehen würdet, das ist sehr, sehr unscharf. Ich habe hier keine Motivation mehr gehabt. Und ich habe auch keine Bewertung reingeschrieben, keine Ahnung. Manchmal war ich unmotiviert. Dann When It's Real war nicht gut. Habe ich, glaube ich, auch keine Bewertung gegeben. Couchsurfing in Saudi-Arabien fand ich sehr interessant. Und von Habe Kerkeling, Pfoten vom Tisch, großartig, kann ich sehr empfehlen. Das ist ein sehr lustiges Buch, es hat sehr viel Spaß gemacht. Hier merkt man jetzt ja auch schon, dass ich angefangen habe, keine einzelnen Spreads mehr für die Bücher zu machen, sondern die zusammenzuklatschen, weil ich halt einfach
die Lust am Journal so ein bisschen verloren habe. Dann kommt der August. Ja, wie ihr hier seht, haben wir auch wieder die ganze Sache, wie ich eben schon gesagt hatte. Ein Spread für alle Bücher, die ich gelesen habe. Hier 7 Tode der Evelyn Hardcastle habe ich geliebt. Reckless habe ich gemocht, war ja ein Reread. Habe ich jetzt irgendwie nicht das Bedürfnis gehabt, weiterzulesen, obwohl ich es gut fand. Gegen den bittersten Sturm war okay. Ich fand den ersten Teil besser, bin aber gespannt auf Teil 3. Ja, hier kommen wir zu September. Hier habe ich so mal ein bisschen mehr gelesen, Wahnsinn. Der Tod und das dunkle Meer. Mich triggert bei diesem Cover einfach so extrem, dieser Scan-Code hier. Naja, gut. Dann Schmerz, da wusste ich irgendwie nicht, wie ich das bewerten soll, weiß ich immer noch nicht. Dr. Maxwell's chaotischer Zeitkompass, komm, verstehe ich auch nicht. Ne? Dem gebe ich 3,5 Sterne, fand ich aber eigentlich ziemlich gut. Und dem gebe ich nur einen halben Stern schlechter und fand ich richtig schlecht im Nachhinein. Habe ich ja auch aussortiert. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich verstehe meine Bewertung selbst nicht. Dann der große Gatsby. Habe ich ja auch 100 Jahre für gebraucht. Letztendlich bin ich halt froh, dass ich es doch beenden konnte. Ja, dann kommt der Oktober. Das bin ich ja extrem ausgerastet, weil das so der letzte ganze Monat war, wo ich halt bei Thalia gearbeitet habe. Und dementsprechend habe ich nochmal richtig losgelegt. Da wird dieser Rache des Subs auf jeden Fall spaßig. Hier habe ich meine neue Lieblings-Thriller-Reihe angefangen zu lesen. Und zwar von Kate... Nein, von Linda Castillo, Die Zahl der Toten. Liebe diese Reihe, großartig, großartig. Love to Share war, glaube ich, das Subglasbuch und Scherbenthron war der letzte Teil von der Tiermagierin-Reihe. 3 Sterne war in Ordnung. Dann der November, ist auch irgendwie alles ein bisschen bunt und wild. Man merkt, ich hatte nicht so viel Bock mehr. Dann Ein Kleid aus Seide und Sternen, war okay, hat mich nicht abgeholt. Moving Mountains fand ich persönlich das zweitschlechteste Buch von der Reihe. Mir hat ja Sinking Ships zum Beispiel gar nicht gefallen. Weiß ich nicht, ich konnte mit der Protagonistin nichts anfangen, aber Band 5, Leute, Band 5 wird richtig gut. Reread von Das Reich der Sieben Höfe war, I love it. Ich liebe es einfach viel zu sehr. Und ja, Der dunkle Schwarm, da habe ich ja auch ein Read with Me gedreht, war Katastrophe, hat mir gar nicht gefallen. Ja, und den Dezember habe ich... Aus Versehen habe ich eine Seite übersprungen. Ist mir auch gerade jetzt aufgefallen. Man sieht hier, ich hatte richtig Bock. Nicht. Ich hatte gar keinen Bock mehr. Und habe dann einfach so random Dinge ausgedrückt, damit ich halt bloß nichts machen muss. Damit ich halt bloß nichts malen muss. Und so ein bisschen Washi-Tape draufgeklebt. Naja, it is wie das. Dann Unpregnant hat mir ja ganz gut gefallen. War jetzt für mich ganz süß. Nichts krass groß Besonderes, aber trotzdem gut. Natürlich wieder... I Love It von Linda Castillo. War für mich persönlich jetzt der schwächste, aber trotzdem gut. Crave, da brauche ich nichts zu sagen. Crave ist, ja, also wenn ich es ernsthaft gelesen hätte, dann hätte mir Crave, glaube ich, nicht gefallen. Jetzt, da ich es halt nicht ernst, in Anführungszeichen, gelesen habe, war es ganz gut. Ich bin echt gespannt auf Teil 2, weil alle sagen, ja, in Teil 2 nimmt es so eine krasse Wendung und ich freue mich dann drauf. Und ja, dann der letzte Teil von... Momentan der letzte aktuelle Teil von Simon Beckett. Danach kommt nichts mehr. Die ewigen Toten. War das das letzte Buch, was ich gelesen habe im Dezember? Naja, gut. Und ja, wie gesagt, das war's. Ich habe hier leider noch extrem viel Platz hinten. Ja, theoretisch kann ich diese, hätte ich dieses Buch auch noch für 22 benutzen können. Aber ich werde diese Seiten dann halt immer, wenn ich da was brauche, irgendwie rausreißen und dann die anderweitig benutzen. Und ja, that was it. Ich habe euch mal wieder rausgezoomt. Das war mein Reading Journal und auch so ein bisschen mein Lesejahr. Haben wir jetzt in 20 Minuten abgefrühstückt, aber ich weiß nicht, was ich genau was dazu sagen soll. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war jetzt, wie gesagt, für mich eine recht große Überwindung, weil ich viele Spreads irgendwie nicht so schön finde, aber naja. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr solcher Videos haben wollt. Ich meine, ich habe ja auch Twitch, der ist auch immer unten verlinkt. Theoretisch kann man ja auch zusammen über Twitch dann versuchen, das Journal immer wieder neu oder die neuen Spreads fürs Journal zu twitchen. Hä? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch einen schönen Tag und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.